Hallo, wir haben zwei Ebenen in Parameterform und wir möchten wissen, ob diese beiden Ebenen sich schneiden, wenn ja, welche Schnittgerade sie haben, oder ob sie parallel sind, das heißt sich nicht schneiden, oder ob sie identisch sind. Nun, ich weiß es in diesem Fall schon, sie sind identisch und wir testen das normalerweise, indem wir die beiden Ebenen gleichsetzen, dann erhalten wir ein Gleichungssystem und dann passiert da was Bestimmtes mit. Wenn sie sich schneiden, habe ich schon gezeigt, dann erhält man aus diesem Gleichungssystem eine Schnittgerade. Wenn sie parallel sind, habe ich auch schon gezeigt, wie das geht, dann erhält man einen Widerspruch. Wenn sie identisch sind wie hier, na, das werden wir dann sehen, was passiert. Noch zur Klärung der ganzen Sache. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinem Problem. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com